In diesem Video geht es um den Punkt 2, die Variation von N-Elementen. Zuvor aber noch ein kleiner Nachtrag zu den Permutationen von letzter Einheit. Da habe ich noch etwas vergessen, nämlich die formelle Schreibweise. Wenn wir Permutationen von N-Elementen haben, dann schreibt man das formmäßig eben so hin. Eine Permutation von N-Elementen, P von N, ist gleich N-Fakultät. Ja. Zum Beispiel eben, so wie wir es durchgespielt haben, eine Permutation von 3 Elementen ist 3 Fakultät, also 6. Das heißt, es gibt für 3 Elemente 6 Anordnungsmöglichkeiten. Das hier waren die Permutationen und jetzt geht es weiter zum Punkt 2, Variationen. Und bei den Variationen unterscheidet man zwei verschiedene Fälle, ohne Wiederholungen und mit Wiederholungen. Sehen wir uns beides an. Zunächst zu der Variation von N-Elementen ohne Wiederholungen. Sehen wir uns gleich ein Beispiel an. Nehmen wir an, wir haben 5 Ziffern zur Verfügung. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5. Und wir dürfen aus diesen Ziffern dreistellige Zahlen basteln. Und die Frage ist, wie viele dreistellige Zahlen können wir da basteln? Okay, also wie viele dreistellige Zahlen kann man bilden aus den 5 Ziffern? Und zwar ohne, dass sich eine Ziffer wiederholt. Also wenn ich eine Ziffer verwendet habe, darf ich die nicht mehr verwenden. Ohne Ziffernwiederholung. Aus dem Grund auch da oben ohne Wiederholung. Und das hier nennt man in der Mathematik eine Variation von 5 Elementen zur Klasse 3, sagt man. Man schreibt es so hin, eine Variation von 5 Elementen zur Klasse 3. Okay. 5 Elemente zur Klasse 3. Und um das besser zu verdeutlichen, zeichne ich das mal auf. Wir wollen dreistellige Zahlen bilden. Das heißt, wir haben im Prinzip 3 so Striche. Hier darf ich Ziffern draufschreiben. Und das bildet dann meine dreistellige Zahl. Jetzt überlegen wir uns für die erste Stelle, wie viele Ziffern darf ich hier draufsetzen. Da habe ich ja noch alle Möglichkeiten. 1, 2, 3, 4 oder 5. Das heißt, hier habe ich 5 Möglichkeiten, Ziffern draufzusetzen. Hier habe ich nur mehr wie viele Möglichkeiten? Nur noch 4 Möglichkeiten, weil eine Zahl ist ja schon hier und ich darf es nicht mehr wiederholen. Also 4 und demnach hier noch 3 Möglichkeiten. Und dazwischen steckt ja immer wieder ein und, also mal. Also 5 mal 4 mal 3. Wenn ich das jetzt mal schnell ausrechne, hier oben in einer kleinen Nebenrechnung, 5 mal 4 ist 20, mal 3 wäre es 60. Das heißt, ich habe 60 Möglichkeiten, aus 5 Ziffern dreistellige Zahlen zu basteln. Ja, zum Beispiel 341 oder 512 oder 421. Und so weiter und so fort. Du kannst gerne alle ausprobieren. 60 Möglichkeiten gibt es. Viel Spaß dabei. Ich mache hier aber anders weiter. Nämlich möchte ich das jetzt noch gewissermaßen systematisieren, um eine Formel zu erhalten. Und zwar schreibe ich es nochmal so hin. 5 mal 4 mal 3. Und das, was jetzt auffällt, vor allem wenn ich das vergleiche mit dem, was wir in der letzten Stunde gemacht haben mit der Fakultät hier, ja, mit dem 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 und so weiter, dass ich hier so ein ähnliches Muster habe, nur dass hier noch was fehlt. Das heißt, ich kann hier ergänzen, mal, ich schreibe das jetzt mal fett hin, mal 1, Entschuldigung, mal 2, so, mal 1, muss dann das Ganze aber wieder durch 2 mal 1 dividieren. Weil
natürlich, ich darf zu dieser Zahl nicht einfach was dazugeben, einfach nur so. Ich kann oben was dazugeben und es unten aber wieder dividieren, dann bleibt es wieder das Gleiche. Ich könnte das ja kürzen, nur das mache ich eben, damit ich jetzt oben die Fakultät habe. Also ich kann jetzt oben hinschreiben, 5 Fakultät und unten habe ich genau genommen eine 2 Fakultät. Okay? Und wenn wir uns das ansehen, Zahlenbeispiel von vorhin, die Fakultät von 5, das war ja 120, Fakultät von 2 ist 2, also 120 durch 2, 60, genau das, was rauskommt. Also das passt. Und hier kann man noch einen Schritt weiter gehen, nämlich ist die 2 da unten ja eigentlich genau 5 minus 3, das heißt die Anzahl der Elemente minus die Größe der Klasse eigentlich. Also ich kann das auch so schreiben, das sieht jetzt im ersten Moment eher nach einer Verkomplizierung aus, aber in Wirklichkeit, oder es hilft uns die Formel zu finden, sagen wir so, hier unten 5 minus 3 Fakultät, sodass wir im Endeffekt als Formel hinschreiben können, die Variation von n Elementen zur Klasse k ist gleich n Fakultät oben, das wäre das 5 Fakultät, dividiert durch n minus k. Ja, n sind die Elemente, k ist die Klasse, also n minus k Fakultät. So wie es hier steht, 5 Fakultät, das ist n, hier ist n, hier ist k. Und somit haben wir eine Formel gefunden für die Anzahl der Variationen von n Elementen zur Klasse k. Ups. Und jetzt sehen wir uns noch den Fall an, wenn man Ziffern wiederholen darf. Das heißt, wir haben immer noch das gleiche Beispiel von hier drüben. Wir haben 5 Ziffern, wir wollen dreistellige Zahlen bilden, aber wir dürfen jetzt die Ziffern wiederholen und dann wird es eigentlich sehr, sehr einfach, die ganze Sache. Ich schreibe wieder meine drei Stellen auf. Auf die erste Stelle kann ich wieder 5 verschiedene Ziffern hinsetzen. Wie viele Ziffern darf ich jetzt auf die zweite Stelle setzen? Hier hatten wir nur 4, weil wir eben nicht wiederholen durften. Hier darf ich eben wiederholen, also habe ich 5. Ich darf auch alle möglichen Zahlen hierher setzen und auf die dritte Stelle auch 5, weil eben in diesem Fall auch so Zahlen erlaubt sind wie 333 oder 111 und so weiter. Die waren da drüben nicht erlaubt, hier aber schon. Wir sehen, das ist 5 mal 5 mal 5, also ziemlich einfach 5 hoch 3. Dementsprechend kommen wir hier sehr einfach zu einer Formel, leichter als da drüben. Wir können einfach sagen, eine Variation von n Elementen zur Klasse k mit Wiederholung, das deutet dieser Stern an, meistens schreibt man das so, ist ganz einfach n hoch k. Hier bei uns 5 hoch 3. Okay, und das soll es gewesen sein zum Kapitel Variationen ohne und mit Wiederholungen. Danke fürs Zusehen.